Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 5 Lazarus. Ich habe mich im Gefängnis von Yu nochmal umgesehen und habe noch einen Fremden entdeckt. Der ziemlich verwahrlost aussieht. Aber das müsste eigentlich dann Craymarsh sein. Angeblich. So, der Mann, der vor dir steht, hat einen wilden, wuchernden Bart und lange blonde Haare. Sowohl seine Arme als auch die Tränensäcke unter seinen tiefblauen Augen sind von Narben überzogen. Mit seiner kleinen Wampe und seinen hängenden Schultern sitzt er da wie ein Häufchen Elend. Als du kommst, würdigt er dich keines Blickes. Stattdessen zieht er es vor, den nächstbesten Ziegel in der Mauer anzustarren. Okay. Wir wissen ja, Craymarsh ist inhaftiert und mit ihm hatten wir noch nie geredet. Craymarsh, sehr schön, sagt der Gefangene formlos. So, wir sollen dir von Aniel sagen, dass sie dir dafür dankt, dass du sie gerettet hast. Krämer schaut dich blinzelt an. Danke? Wieso? Ich half nicht. Wie, du hast nicht geholfen? Ich versuchte es, aber dabei machte ich alles nur noch schlimmer. Schlimmer? Ich habe meinen Sohn enttäuscht. Ja, von deinem Sohn wurde uns auch erzählt, aber wieso hast du deinen Sohn enttäuscht? Frohet, er ist tot. Okay. Ja, keine Ahnung, ich hätte jetzt mehr erhofft. Du bist ein Krieger, okay. Wir können dir einen Dietrich geben. Kramer schrunzelt die Stirn. Das hat keinen Sinn. Stellt einfach eure Fragen. Wieso hat das keinen Sinn? Ich hab's versucht, sagt Craymarsh gefühllos und dabei versagt. Wieso versagt? Jeremy hatte mir Dietriche zugesteckt. So, Jeremy ist der Koch, der scheinbar ganz viele Dietriche hat und die überall verteilt und verkauft. Aber wieso Dietriche? Ich wurde geschnappt. Genau wie Giron bei jedem einzelnen Fluchtversuch. Giron ist ja der Waldläufer nebenan, der übrigens auch noch da ist, obwohl Jeremy eigentlich erzählt hat, dass er frei ist. Also irgendwas macht hier nicht so viel Sinn. Was kannst du uns über Giron sagen? Ihr geht mir auf den Geist. Singt im Schlaf über die Freiheit. Ich brauche nicht ständig daran erinnert zu werden, wie es im Freien ist. In dem Moment, als du reden aufhörst, dreht sich Craymarsh um und starrt wieder an die Wand an. Also Frohet ist sein Sohn, das schreibe ich mal noch auf. So, Frohet ist sein Sohn. Aber wirklich geholfen hat es jetzt auch nicht. Ha. Just watch. Ich bin etwas ratlos. Das Lady Guinea, mit ihr können wir mal noch reden. Ja, wenn sie nicht gerade unterwegs wäre. Sie ist ja die Hauptwachfrau, was auch immer. Ja gut, dann können wir noch nach Skaar Brah gehen. Dort petzen, beziehungsweise falsche Informationen verteilen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja, unsere Leute richtig in die Scheiße reiten. Wieso? Wobei, unsere Leute sind ja die Unterdrückung. Wir gehören zur Unterdrückung. Das muss ich mir 100-mal sagen und irgendwann glaube ich es mir selbst. Wir gehören zur Unterdrückung. Und mit dir möchten wir bitte noch reden. Ach stimmt, du willst ein Amulett von uns haben, ne? Oho, Lady Quinias Miene erhält sich erwartungsvoll. Ihr habt also tatsächlich ein Amulett der Umkehr aufgestöbert, das wir untersuchen können. Ah, ja, klar, stimmt. Ja, wir hatten in Trinsic in dem Haus, das magisch verschlossen war, das Amulett gefunden. Gibt eine Rüstung dazu. Ja, dann untersuchen darfst du es, aber wir behalten das. Du zeigst ihr das Amulett. Sie nimmt es ehrfürchtig in ihre Hände. Im Namen derjenigen, dessen Leben dadurch
bereits gerettet werden konnte, danke ich euch, Avatar, sagt sie mit respektvollem Ton und überreicht ihr einen weiteren Beutel voller Gold. Ich möchte euch hiermit auch persönlich danken. Diese Worte gesprochen, bewegt sie sich immer weiter auf dich zu, bis ihr Gesicht nur noch einen Handbreit von deinem entfernt ist. Ihr Duft erfüllt dich und in deinem Inneren fühlst du dein Herz schneller schlagen. Wir können sie küssen. Sollen wir? Ja, der Avatar darf mal einmal knutschen. Einige gemeinsame Atemzüge später tritt Guinea wieder zurück und schaut dich mit weit geöffneten Augen an. Kein Mann hat mich jemals so geküsst, Avatar. Ich fühle ein Feuer in euch lodern. Mehrere Sekunden lang hält dich ihr Blick gefangen, dann schüttelt sie den Kopf, als wolle sie den Gedanken wieder loswerden. Ach, ja. Kommt wieder zu mir, wenn ihr eine weitere Aufgabe für unsere Sache übernehmen wollt oder aus irgendeinem anderen Grund. Wir wollen es ja jetzt mal nicht übertreiben mit der Knutscherei. Du hast noch eine Aufgabe für uns. Quinn ermustert dich mit stoischer Miene, so als wolle sie etwas aus deinem Geist ablesen. Schließlich nickt sie. Wenn uns jemand helfen kann, Avatar, dann ihr. Rimmer macht sie ein ernstes Gesicht. Ihr wisst genau, dass der Widerstand immer wieder verheerenden Schaden in Britannia angerichtet hat, seit Lord Blackthorn die Frechheit besaß, die Regentschaft zu übernehmen, die Lord British ihm überlassen hatte. Ihr Mund bildet auf ihrem eigenen Sarkasmus hin ein spitzes Lächeln. Und obwohl wir gelegentlich kleine Erfolge im Kampf gegen den Widerstand feiern können, sind wir unserem eigentlichen Ziel keinen Schritt näher gerückt. Seinen Anführer zu entlarven, ihn festzunehmen und durch Befragung genügend in Erfahrung zu bringen, um diese irregeführten Seelen wieder auf den rechten Pfad zurückzuführen. Das also ist eure Aufgabe. Infiltriert den Widerstand, findet die Identitäten des Anführers heraus und gebt mir diesen entscheidenden Hinweis. Sie schüttelt traurig den Kopf. Ich wünschte, es gäbe eine andere Möglichkeit, aber die Zeit des Zuhörens und der Vernunft ist schon lange vorbei. Nun lächelt sie wieder, schaut dich liebevoll an und gibt dir einen Kuss auf die Wange. Viel Glück, Avatar. Ich bete dafür, dass ihr wohlauf zurückkehrt. Ja, jetzt sind wir offiziell im Laden. Okay, wir ziehen das durch. So. Jetzt. Müssen wir eigentlich an Ascarbra und dort mit Heron reden. Heron gehört eigentlich ja zum Widerstand. Deswegen glaube ich, dass diese Informationen bezüglich des Turms von Falien, jedenfalls vom Magier, werden ja wohl definitiv dann auch falsch sein. Sonst würde das Ganze ja keinen Sinn machen. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten nach Skabra? Eigentlich nur per Mondpforte. Ja. Oder halt mit unserem Portalschriftrollen. Beziehungsweise können wir auch selbst Teleportationszauber machen. Von vorne wecken. Sturm, Giftfeld, Telekinese, sichtbar machen, Insektenschwarm, Zauberschlüssel, Erdstoß, Zauberauge, Gegenzauber, Giftwolke, nee, Zeitstopp, magische Pforte, erst 8. Zirkel. Also können wir vorerst noch nicht. Dann haben wir das auch mal gecheckt. Dann suchen wir jetzt den Ausgang aus der Stadt, wo es zur Mondpforte geht. Und hoffen dann, dass rein zufälligerweise die Mondpforte Richtung Skabra geht. Oder irgendwo anders, wo wir noch was zu tun haben. Da geht's zur Mondpforte. Ich wünsche mir diese Mondkugel aus Ultima 6. Da hätten wir jetzt einmal die Mondkugel verwendet, hoffentlich auf das richtige Feld um die Gruppe herum geklickt und wären ratzfatz in Skabra gewesen oder so. Man kann sich in jede Stadt teleportieren und ja, aber ja. Egal, Hauptsache wir können uns überhaupt teleportieren in irgendeiner Art und Weise. Ah, da. Ha. Schon fast vorbeigelaufen. So, jetzt natürlich keine Nacht.
Oh, Essen wird weniger. Essen wird weniger, Essen wird weniger. Ja gut, dann gehen wir dann doch zuerst mal noch Essen kaufen. Besser ist das. Weil um Jurum war ich erst auf der Jagd gewesen. Da sollten jetzt gerade keine Wildtiere sein. Also dann doch noch mal runter. So, wo war das Wirtshaus? Da. Ha! Ich habe nämlich Angst, dass wenn wir jetzt in die nächste Stadt irgendwie reingehen, dass dort dann gerade ein Schattenfürst ist und wir dann mal wieder verhungern. So, bei dir kommt man Essen kaufen. Der Clis Beruf Essen kaufen. So, da gibt es sogar Rationen. Einmal. Beruf Essen kaufen. Zweimal. Sollte jetzt erstmal für eine Weile reichen. So, dann gehen wir wieder hoch. So, da hoch. Da über die Brücke und dann sind wir fast schon wieder da. So, jetzt müssen wir nur noch hier gucken, dass der Mond aufgeht. Da würde als nächstes der ganz schwarze Mond kommen. Das ist Moongloom. Okay, dann... Moonglow wollen wir... Macht es Sinn nach Moonglow? Lass mir überlegen. Da wollten wir auf jeden Fall noch den Überläufer, der wieder zurückgelaufen ist. Also dort hatten wir von jemandem erfahren, der ist zur Unterdrückung übergelaufen und dann wieder zurückgelaufen. Und der muss sich im Lyzeum aufhalten. Mit dem können wir mal noch reden und ansonsten... An dieser Flamme da können wir erst hin, wenn wir am Schrein, Moment. Das hatte ich auch irgendwo aufgeschrieben. Am Schrein der Ehrlichkeit waren. Ja, und das ist der Schrein von Moonglow. Und... Das müsste, glaube ich, der hier unten sein. Da kommen wir definitiv noch nicht hin. Aber okay, wir gehen jetzt zum Lyzeum. Und ich hoffe mal, dass wir dort jetzt rauskommen. Wir können auch jetzt ins Gabra rauskommen. Ich weiß es nicht. Wir sind. Nee, das ist Moonglow. Da hinten ist das fahrende Volk. Okay, dann laufen wir jetzt zum Lyzeum. Vielleicht können wir unterwegs noch ein bisschen jagen und versuchen mal, diesen Überläufer zu finden. Gehen wir mal hier den Weg entlang nach Norden. Dort waren wir noch nicht. Da ist auch wild. Halt, bleibt mal stehen. Alle auf Fernkampf. Sehr schön. Da freuen sich die Mägen. Schön. Das noch eins. Weil, also ich habe noch kein Ultima-Spiel gespielt, wo Geld so sehr ein Problem war. Am Anfang ja, aber irgendwann dann nicht mehr. Irgendwann konnte man sich nicht alles direkt kaufen, aber irgendwo... Zumindest ein Teil von dem, was man haben wollte. Und hier ist eher so, ja, du kannst dir irgendwie nichts kaufen.
Da haben wir diese Hängebrücke, waren wir auch noch nie drüber. Oder doch? Hm. Wir wollen auf jeden Fall zum Lyzeum. Wir folgen dem Weg. Sollte eigentlich zum Lyzeum führen. Ah ja, genau. Genau, das ist der Stall unterm Lyzeum. Und dann ging es dort hinten den Weg hoch. Und dann versuchen wir mal den Kerl zu finden, der hin und her gelaufen ist zwischen den Fraktionen. So. Aber was ich auch noch mal gucken will, ist, hier war doch irgendwie ein Heiler oder eine Heilerin, die doch gesagt hat, dass sie den Pfeil von, den Schattenfürstenpfeil von Maria geheilt hat oder zumindest versucht hat zu heilen. Und wir haben hier auf Scarabra ja auch den einen, der angeschossen wurde, der fast immer bewusstlos ist. So, du bist Lord Shalinet, mit dir haben wir geredet. So, hier muss es Lady Yanel noch irgendjemand geben, mit dem wir noch nicht geredet haben. Ah, die Bücher sind hier wieder respawned, okay. Die waren auch mal intrinsic gewesen. Am Boden. Da ist ein Fremder. Hi, Fremder. Bist du zufälligerweise ein Überläufer? Rein zufällig? Der Mann scheint völlig in ein großes und gewiss schweres Buch vertieft zu sein. Als du näher kommst, brummt er leise. Hm? Entschuldigung, wir wollten dich nicht stören, aber wie heißt denn du? Blättert sorgfältig eine Seite um und antwortet nicht. Ein sehr höflicher Mensch. Was ist dein Beruf? Er deutet vage mit einer runzigen Hand auf die Bücherei, ganz auf sein Buch konzentriert. Kannst du uns was über die Bücherei sagen? Seine Augenbraue runzelt sich vor Ärger und er schaut zu dir auf. Psst, hier wird gelesen. Ja, sorry, tut mir leid. Hm. Aber vielleicht ist er doch der Überläufer. Wir dürfen ihn nur nicht in der Bibliothek stören. Du bist Würden. Mit dir haben wir geredet. Du warst, glaube ich, auch Bibliothekar oder so irgendwas. So, was sagt die Uhr? Uhr sagt 8:45 abends. Das ist natürlich eine ungünstige Zeit. Let me see. Wir konnten doch hier, konnten wir doch schlafen. Ah, da ist die. Mit ihr wollte ich, glaube ich, reden. Du warst doch die Heilerin. Da, Pfeil, genau. Vielleicht ist das das falsche Wort. Es war aus Magie gefertigt. Oder aus irgendwelchen schwarzen Künsten, aus denen ich mir keinen Reim machen kann. Da redet sie aber über den Pfeil von Maria. So, und er hat sich in Luft aufgelöst. Das kennen wir von dem Fall von Shamino. Ganz, 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 ganz furchtbar am Anfang. So, bei dir können wir Tränke kaufen. Können wir bei dir auch Wiederbelebungsrollen, auch Teleportationsrollen kaufen? Nein, können wir nicht. Okay, das war zumindest mal ein Versuch wert. So, dann... Entweder gibt es noch jemanden, mit dem wir noch nicht geredet haben, oder wir müssen den anderen Herrn außerhalb der Bibliothek anquatschen. Geh mal da hoch. Wobei hier ja fast das gesamte Lyzeum ja Bibliothek ist. Eine Wache. Ein Schlafzimmer. Balkon. Ja, hier geht's ja hoch zu diesem Licht von irgendwas. Das ist der Speiser. Da ist noch ein Fremder. Du siehst einen alten Mann in hohem Alter mit kurzen weißen Haaren. Sein Gesicht ist braun gebrannt und faltig wie altes Leder und seine blauen Augen betrachten dich aufmerksam. Sein Körper ist leicht gebeugt. Er trägt eine Schürze über seiner Kleidung.
Heutzutage sieht man nicht viele neue Gesichter im Lyzeum, bemerkt er, während er dein Gesicht mustert. Er hält inne und wirft dir einen skeptischen Blick zu. Beim Grab meines Großvaters. Er hat mir so oft von euch und euren tapferen Gefährten erzählt, aber ich habe nie gedacht, dass ich euch einmal treffen würde. Der Avatar. Er strahlt dich an. Seid herzlich willkommen. Ich bin Rob und stehe zu euren Diensten. Nee, Rob hieß der Überläufer, glaube ich nicht. Das war, glaube ich, irgendwas mit A. Ich kann mich aber irren. Also dein Name ist Rob, ja. Und was kannst du uns über deinen Großvater sagen? Er scheint über deine Frage sehr froh zu sein. Ihr habt ihn während des Zeitalters der Erleuchtung getroffen, mein Herr. Sein Name war Craig. Der besaß den törichten Zapfhahn in Pons, zusammen mit seinem Freund Rob, nach dem ich benannt bin. Erinnert ihr euch an ihn? Der Avatar bestimmt, aber wir vielleicht eher nicht, wenn wir die alten Teile nicht kennen. Er nickt verständnisvoll. Nun, er war nur ein Gastwirt in einem kleinen Dorf. Ja, jetzt fühlt er sich nicht gewürdigt, aber wir kannten ihn wirklich nicht. So, was kannst du uns bei den törichten Zapfhahn in Pons sagen? Der hier jetzt aber eher Katzenhöhle heißt oder so. Wisst ihr, ich wuchs dort auf. Er grinst, als er daran zurückdenkt. Aber als meine Großeltern und Rob starben und nach einiger Zeit auch meine Eltern, konnte ich es nicht über mich bringen, allein in der Taverne zu arbeiten. Also verkaufte ich sie an einen Mann namens Dr. Cat. Er betreibt die Taverne noch immer, hat aber sicherlich ihren Namen geändert. Er schien ein netter Mann zu sein. Ja, der ist wirklich nett, aber auch ein bisschen durchgeknallt. Ich betreibe den törichten Zapfhahn hier im Lyzeum, mein Herr, und ihr werdet es schwer haben, auf Verity Isle bessere Speisen zu finden. Besonders mein Wildkaninchen-Eintopf erfreut sich großer Beliebtheit, sowohl unter den Ansässigen als auch unter den Reisenden. Sagt einfach, wenn ihr etwas zu essen oder zu trinken wollt. Okay, wir können hier Dinge kaufen. Was kannst du uns über deinen jetzigen törichten Zapfhahn sagen? Bevor ich hierher kam, kochten die Magier ihre eigenen Speisen. Nachdem ich Pons verließ, reiste ich durch Britannia auf der Suche nach einem Ort, an dem ich neu anfangen konnte. Als ich sah, dass das Lyzeum keinen eigenen Koch hatte, bat ich Lord Chalinet meine Dienste an und er stellte mich ein. Nachdem ich dann die Küche und die Schenke in Ordnung gebracht hatte, nannte ich sie zum törichten Zapfhahn, zu Ehren der alten Taverne in Pons. So, was kannst du uns über das Lyzeum sagen? Ihr befindet euch darin. Dies hier ist die Festung der Wahrheit und, wenn ich das hinzufügen darf, eine der schönsten Orte in Britannia. So, was kannst du uns über deinen Wildkaninchen-Eintopf sagen? Wird nach meinem eigenen Rezept gemacht. Ich würde gerne ein wenig davon für euch kochen, aber mir ist gerade die wichtigste Zutat ausgegangen, und zwar das Kaninchen. Das Gericht war ziemlich beliebt bei einem Kunden, der hier unlängst einkehrte. Er lächelt dich trocken an. Vielleicht ein andermal. Ja, ich habe eine Vermutung, von wem er redet. Und zwar von dem Mann, der alles weg ist. Der sitzt doch... In welcher Kneipe saß der nochmal und hat uns es quasi unmöglich gemacht, Essen zu besorgen? Ah, doch, der sitzt unten in der Kneipe in Moonglow, also in dem Dorf unten. Und ja, frisst und frisst und frisst und frisst. So, was kannst du uns über die Magier sagen? Also, lasst mich sehen. Da gibt es Lord Chalinet, Lady Janelle, Lady Hayden, Rollo, Faye, Arkandor. Arkandor ist, glaube ich, der Überläufer. Denkt einen Augenblick nach. Das sind sie, mit denen ich am häufigsten rede. Dann sind noch die, die hier leben, aber keine Magier sind, wie Sir Sean und Lord Rien und Wirden. Und natürlich auch noch eure Freundin Maria. Genau. Sondern erzähl uns mal mehr über Arkandor. Arkandor ist vor kurzem ins Lyzeum zurückgekehrt. Ich habe ihn nicht gefragt, wo er gewesen ist und was er getan hat. Und er hat mir auch nicht angeboten, darüber zu sprechen. Er scheint das Thema sogar zu meiden. Andererseits meint Lady Janelle, dass alles in Ordnung sei. Nach ein paar Krügen ist der Mann durchaus liebenswürdig, auch wenn er manchmal etwas eigenartig ist. Also sollten wir ihn vielleicht eher hier antreffen als in der Bibliothek, wenn er jetzt der Mann ist, der nicht mit uns reden wollte. So, was kannst du uns über Lord Chalinet sagen? Er ist der Herr des Lyzeums und ein mächtiger Magier, ein guter Kerl. Auch wenn ihr ihn in eine Diskussion über die Natur der Wahrheit verwickelt, kann er stundenlang reden. Er grinst. Okay, und Lady Janelle?
Unsere liebliche Königin der Magie. Jetzt zwinkert er zu. Jetzt aber im Ernst. Lady Janelle ist Britannias Erzmagierin. Sie ist eine sehr angenehme und intelligente Frau mit einer Leidenschaft für die Tugenden. Sie ist diejenige, die ihr fragen solltet, wenn ihr an der magischen Lage in Britannia nach Blackthorns Machtergreifung interessiert seid. Stimmt, und wir wollten mit Lady Janelle noch reden, nochmal wegen dem Schrein der Spiritualität, denn irgendjemand hat uns nochmal zu ihr geschickt. Oh Mann, wenn ich mir immer alles merken könnte in dem Spiel, dann wäre mein Kopf wahrscheinlich schon geplatzt. Aber mit ihr reden wir auch noch. Was kannst du uns über Rollo sagen? Unser Bibliothekar. Er findet ihn normalerweise unter seinen Büchern und Schriftrollen begraben. Manchmal muss ihn sogar von seinem Platz schleifen und ihm Nahrung einflößen. Oder es war Rollo, der uns weggeschickt hat. Was kannst du uns über Faye sagen? Faye ist wegen ihres Talents für Heilzauber unsere offizielle Heilerin. Ihr findet sie für gewöhnlich im Schild der Wahrheit, wo sie sich um unsere Kranken und Verwundeten kümmert. Wenn ihr Heilung benötigt, dann geht zu ihr. Okay, dann noch Maria, unsere Freundin. Er nickt und schaut zum ersten Mal verbittert. Sie ist im Schild der Wahrheit unter der Pflege von Faye. Ihr solltet sie besuchen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich bin mir sicher, dass sie froh sein wird, euch zu sehen. Das haben wir schon. Und Sir Sean? Ein Ritter, der sich wünscht, er sei ein Magier. Er lächelt. Ein gutes Händchen für Schwert und ein feines Gespür für Magie. Sean ist der Hüter der Flamme der Wahrheit und hält sich normalerweise in ihrer Kammer auf. Manchmal kann er etwas düster sein, aber das sind auch düstere Zeiten. Genau, der steht tagsüber an der Flamme und nachts ist da dann Lord Chalinet. So, was kannst du uns über Lady Hayden sagen? Rob kichert. Manchmal frage ich mich, ob sie nicht eher eine Reiterin ist als eine Magierin. Sie und ihr Lord Rhian machen jeden Tag einen Ausritt durch die Wälder nördlich der Festung. Ich glaube, dass Hayden lieber den ganzen Tag auf dem Sattel verbringen würde, als in der Bücherei. Ja, das hat sie uns auch schon mal erzählt. Und Lord Rhian? Rhian ist Lady Haydens Ehemann und ein Ritter von Serpent's Hold. Lebt hier, damit sie ihre Studien fortführen kann. Aber wahrscheinlich würde sie schneller vorankommen, wenn das Lyzeum keine Stelle hätte. Er zeigt ein breites Grinsen. Er ist der Stallmeister dort, aber er genießt auch eine große Portion Respekt von den Wachen. Und Wirden? Er betreibt den Kräuter- und Alchemistenladen in Lyzeum zum klügeren Magier. Eine düstere Vergangenheit, da er von Buccaneers Den kommt, aber seine Bemühungen, die magischen Vorräte der Festung nicht zur Neige gehen zu lassen, haben sich für die Magier als unverzichtbar erwiesen. Genau, und er sagt ja auch, dass er das Problem hat, an Nachtschatten und Alraunwurzel ranzukommen. So, was können wir bei dir kaufen? Zeigt die Speisekarte und jetzt ist scheinbar der falsche Zeitpunkt, nach Speisen zu fragen oder Speisen zu kaufen. Und wir müssen sowieso in die Pause. Also, bis gleich.